Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Sparkojote. Heute, ihr habt richtig gelesen, geht's darum, wie man beim Zoo Zürich Aktionär werden kann und da auch von einer schönen Naturaliendividende profitieren kann. Ich möchte zunächst an dieser Stelle sagen, dass es sich hier nicht unbedingt um dieses herkömmliche Investment, was man sonst denkt, sich drum handelt, sondern es ist mehr eine Art Spielerei, wo man halt doch schon wirklich auch offiziell Aktionär wird, aber es viel, viel mehr ein Support ist, den man dem Unternehmen oder dem Zoo Zürich halt auch gibt. Ja, ich gehe sehr gerne in den Zürich Zoo. Ich gehe da jährlich sicherlich ein bis zweimal hin, jeweils im Sommer oder im Winter. Und darum dachte ich mir, hey, das macht durchaus Sinn, einfach hier auch Aktionär zu sein. Hier bekommt man dann auch schön, ich zeige euch ganz genau, wie das funktioniert, eine Aktie, ja, vom Zürich Zoo. Ich habe mir jetzt einfach eine geholt, man kann sich auch mehrere holen. Ich werde euch das nachher alles Step by Step zeigen, wie das genau funktioniert. Man bekommt dann auch schön diesen Brief hier nach Hause geschickt vom Zürich Zoo und jeweils ganz, ich sag mal, viele interessante Dokumente, sowie auch den Jahresbericht hier zum Beispiel von 2019. Auch die Zoo News, wenn einen das interessiert. Der Jahresbericht ist durchaus interessanter, kann man sich auf jeden Fall geben. Und ich würde sagen, ich zeige euch direkt, wie das Ganze funktioniert. Und zwar müssen wir dafür in den Browser gehen. Ich verlinke das Ganze unten nochmal. Also die ganzen Links für dieses Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber zunächst einmal muss man auf die Zoo Zürich-Seite, Webseite gehen. Und dort gibt es eine bestimmte Seite, wo man dann auch entsprechend diese Aktie beantragen kann. Und der Link ist, wie schon gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ist man erstmal auf dieser Seite, wird einem kurz erklärt. Hier geht es eben um diese Aktienbestellung und zwar der Zoo Zürich ist eine Aktiengesellschaft mit rein gemeinnützigem und kulturellem Charakter. Im Vordergrund steht das Tier, eine Namensaktie der Zoo Zürich AG im Nennwert von 50 Franken kann für 150 Franken erworben werden. Aktionäre erhalten jährlich einen Gratiseintritt in der Zoo Zürich, in den Zoo Zürich und eine Einladung an die Generalversammlung. Einfach, dass das auch nochmal hier klar ist. Und man kann dann hier tatsächlich in der Aktienbestellung entweder eine Namensaktie bestellen oder mehrere. Und hier kann man dann auch die Anzahl eingeben, die man möchte. Natürlich zahlt man einfach pro Namensaktie entsprechend 150 Schweizer Franken. Das heißt, hier würde ich jetzt eine anwählen wollen und dann fülle ich einfach meine Informationen aus. Das können wir hier mal testesweise nochmal machen. Ich habe das ja eigentlich alles schon gemacht. Hier dann auch die Adresse und so weiter, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und dann im Prinzip hier kann man noch sagen, ob man den Newsletter will. Den will ich in der Regel nicht. Und dann kann man eigentlich schon die Aktie bestellen, indem man hier bestätigt. Es gibt hier noch eine kleine Eigenheit und zwar, wenn man diese Aktie verschenken möchte, und das habe ich tatsächlich auch vor in Zukunft, dann kann man hier einfach dieses Häkchen andrücken und hier gibt man im Prinzip dann die Daten der Person ein, die entsprechend ins Aktienregister eingetragen werden soll. Ja, also zum Beispiel hier auf der Aktie steht dann zum Beispiel auch mein Name, meine Adresse und alles und meine Anschrift, weil ich im Prinzip eben im Aktienregister eingetragen bin von dieser Namensaktie. Aber man kann hier auch jemand anderen angeben und sie als Geschenk kaufen. Wichtig zu wissen ist allerdings, wenn man das macht, kommt die Aktie zu einem selber nach Hause geschickt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Freundin diese Aktie schicken möchte oder schenken möchte, dann ist es so, dass ich an meine Adresse, wir wohnen zwar am selben Ort, aber ich bekomme an meine Adresse diese Aktie zugeschickt und kann sie dann meiner Freundin direkt schenken, wird also auch an mich adressiert. Dasselbe könnte man sagen, wenn ich jetzt das meinen Eltern schenken möchte, also meiner Mutter oder meinem Vater oder beiden, dann kommt tatsächlich diese einzelne Aktie zu mir nach Hause geschickt mit der Rechnung, dazu kommen wir später nochmal. Und ich kann dann das wirklich auch persönlich übergeben, dieses Geschenk. Und der Name der jeweiligen Person, der man das schenken möchte, steht dann auch auf der Aktie, also auf der Namensaktie. Und es ist ein sehr spannend, also ich finde das eine sehr coole Sache, ein sehr cooles Geschenk, hat auch einen praktischen Nutzen, weil man bekommt ja als eingetragener Aktionär im Aktienregister jeweils eine Einladung zur Generalversammlung und einen Eintritt für den Zürich Zoo jährlich. Und das ist natürlich eine super, super coole Sache. Vor allem für die Leute,
die da halt vielleicht auch regelmäßiger in den Zug gehen. Ich gehöre jetzt zum Beispiel dazu, aber das ist halt wirklich eine coole Sache und ich supporte natürlich in dem Sinn auch den Zürich Zoo. Darum ist es mehr so ein Gimmick, es ist jetzt nicht so ein Investment, wie wenn ich jetzt zum Beispiel an der Börse mir eine Tesla-Aktie kaufe und da dann ordentlich auf Kursgewinne hoffe oder vielleicht irgendwann in Zukunft, in ferner Zukunft Dividende. Das ist es keineswegs. Es ist eher so ein Gimmick, eine Spielerei oder auch um Leute an dieses Thema Aktien spielerisch näher heranzubringen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Sache. Das heißt, ich werde jetzt dann demnächst wahrscheinlich auch die ein oder andere Aktie für jemand anderen kaufen und schenken. Und dann kann man das hier eigentlich im Prinzip bestellen und absenden. Also man kann so viel bestellen, wie man will. Ja, also das heißt, ich könnte jetzt auch hier viel, viel mehr kaufen, aber eine reicht im Prinzip. Und man bekommt dann im Prinzip jeweils zu jeder Bestellung dann auch einen Einzahlungsschein. Den blende ich euch auch kurz einfach ein, damit ihr euch so vorstellen könnt, um was es da geht. Und ich habe ja eine Aktie gekauft. Das bedeutet, auf dem Einzahlungsschein steht 150 Franken, die ich zahlen muss. Sobald diese beglichen sind, ist alles im Lot, alles ist offiziell. Und das Ganze ist dann auch entsprechend gültig. Und also 150 Franken kostet dann der Spaß im Prinzip, um Aktionär zu sein für den Zürich Zoo und dann auch jährlich eben diese Eintritte zu bekommen. Also man bekommt jeweils jährlich einen Eintritt als eingetragener Aktionär und eben eine Einladung zur Generalversammlung. Und ich finde, das ist eine ganz feine Sache. Das kann man gerne mal machen. Man kann sich dann auch wirklich so den Geschäftsbericht einfach auch mal reinziehen. Hier auch sehr spannend. Instagram-Follower 17.100. Ja, also das ist jetzt im Vergleich zum Vorjahr plus 82%. Oder Firmenjahreskartenumsatz und so weiter, also Futterverbrauch. Also hier hat man alles Mögliche, alle Informationen, die man vielleicht auch interessant findet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein großer Fan des Zürich Zoos, weil ich da, also ich kenne den halt schon von Kind auf und muss sagen, ich war immer happy, wenn ich dort gewesen bin und jetzt kann ich mich auch Aktionär bei diesem Unternehmen nennen. Ich muss aber ehrlich nochmal sagen hier, das ist jetzt wirklich eher so eine Spielerei, ähnlich wie ich das auch schon mit der Swatch-Aktie oder auch mit der Kalida-Aktie gemacht habe, mit dem Pyjama oder mit der Swatch-Uhr oder auch in Zukunft mit verschiedenen anderen Aktien, wo wir auch Naturaliendividenden sehen werden. Ich glaube, das wird so eine kleine Videoserie und wenn euch diese Art von Video gefällt, wo ich auch mal Unternehmen oder ich sag's mal so, solche Spielereien, Naturaliendividenden genauer unter die Lupe nehme oder mir das einfach auch mal anschaue, um dann hier in einem Video vorzustellen. Ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das zeigt mir auch, dass euch solche Videos interessieren, ähnlich wie auch bei der Kalida AG oder bei der Swatch Group mit der Uhr. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen auch was näher bringen, was ihr vielleicht noch gar nicht gewusst habt. Und vielleicht habt ihr jetzt da auch eine neue Geschenkidee für in Zukunft, vielleicht auch für eure Kinder, ja. Also ich, wenn ich Kinder habe, irgendwann einmal, dann könnt ihr Gift darauf nehmen, dass ich ihnen auf jeden Fall irgendwann eine Zoo Zürich Aktie schenken werde, damit sie dann auch jährlich ihren Zoo-Eintritt bekommen als Aktionär und auch spielerisch so an dieses Thema investieren rankommen und dann auch vielleicht verstehen, ja, Aktieninvestments kann auch was Spannendes sein, was Lustiges sein, was halt nicht immer nur so stinklangweilig ist. Und ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Kanal, um keine Videos mehr auf diesem Kanal zu verpassen und betätigt auch gerne die Glocke, weil dann verpasst ihr keine Livestreams mehr, die täglich um 18 Uhr stattfinden. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschö, Leute.